Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade festgestellt, ich habe irgendwie die letzten Videos zu 90% auf der Couch gedreht. Ich muss mir mal einen anderen Hintergrund aussuchen, damit ihr nicht immer das gleiche Bild seht. Ist ja vielleicht ein bisschen langweilig. Ihr seht es, ich war heute beim Friseur. Ich wollte eigentlich, also habe ich auch gemacht, ich wollte ja wieder zurück zu den Strähnen gehen. Aber meine Friseurin meinte, wenn sie jetzt blond reinhaut, dann gehen mir die Haare kaputt, weil das wäre ein zu krasser Umschwung. Ich habe jetzt eigentlich kupferfarbene Strähnen drin, aber dadurch, dass noch relativ viel Rotpigmente drin sind, also man sieht, finde ich, schon ein bisschen das, was gesträhnt ist, aber es ist halt noch sehr dunkel. Also das wird dann jetzt halt nach und nach immer ein bisschen heller werden und sie hat mir auch ein paar Tipps gegeben, was ich machen kann, damit die Rotpigmente ein bisschen schneller rausgehen. Und sie sind wieder kürzer und das war mir auch sehr wichtig, weil die langen Haare gingen mir in letzter Zeit echt ziemlich auf den Sack. Also ich muss sagen, als ich jünger war, klingt es so, fühle ich mich direkt alt. Aber so mit Anfang 20, sage ich mal, hatte ich ziemlich lange Haare, also sagen wir bis hier. Und fand es richtig schön und richtig toll. Natürlich geht es einem immer mal ein bisschen auf die Nerven, aber die meiste Zeit fand ich es wohl schön. Nur habe ich dann irgendwann den Fehler gemacht. Jetzt komme ich richtig ins Plaudern, das war eigentlich gar nicht der Plan. Naja, irgendwann habe ich den Fehler gemacht. Ich wollte die No-Poo-Methode ausprobieren. Das war auch irgendwann während Corona. Das heißt, ich habe meine Haare nur noch mit Wasser gewaschen und nicht mehr mit Shampoo. Man sagt ja immer, das dauert so ein paar Monate oder viele Wochen und dann irgendwann sehen die Haare einigermaßen wieder aus, wenn sie sich dran gewöhnt haben. Bei mir war das leider nicht der Fall. Ich habe es ungefähr ein halbes Jahr lang gemacht und meine Haare sahen immer noch furchtbar aus. Außerdem hat sich ergeben, dass durch dieses Waschen ohne Shampoo meine Haare furchtbar schlecht zu kämmen waren. Und irgendwann hatte ich dann hier unten, also hier direkt am Haaransatz, hatte ich einen riesigen Knotenballen und ich habe den gar nicht rausgekriegt. Also er war nicht irgendwie unten, dass man ihn hätte rauskämmen oder vielleicht auch abschneiden können, sondern er war direkt am Haaransatz und das war ein richtig riesiger Knoten, den ich, es war richtig verfilzt, sah das aus irgendwann und ich habe es einfach nicht rausbekommen. Und dann habe ich mich irgendwann halt nach diesem halben Jahr dazu entschieden, die Haare doch wieder mit Shampoo zu waschen. Meine Haare haben es mir sehr gedankt. Also es hat sich einfach so viel besser angefühlt. Ich gucke jetzt, dass ich Naturprodukte verwende, dass es nicht ganz so viel Chemie auf meinen Haaren ist. Weiter ging es dann, dass ich meine Haare eben mit Shampoo gewaschen habe und dann wirklich mal, ich glaube, über eine halbe Stunde versucht habe, diesen Knoten zu entwirren. Und ich glaube, ich habe es gar nicht auf einmal geschafft, sondern ich weiß gar nicht, ob ich es auf einmal geschafft habe oder ob ich es auf mehrere Male gemacht habe. Auf jeden Fall ist dabei sehr, sehr viel Haar verloren gegangen. Logischerweise, bei so einem Knoten rupft man sich ja auch das ein oder andere Haar aus. Und wenn der entsprechend groß ist, dann sind halt sehr viele Haare verloren. Dazu kam, dass ich in der Zeit auch einen relativ hohen Eisenmangel hatte, der zuerst unentdeckt war und dadurch habe ich ziemlich Haare verloren. Und ja, irgendwann hat es halt dann dazu geführt, Eisenmangel plus dieser riesige Knoten, den ich rausgekämmt habe, dass ich sehr, sehr dünnes Haar bekommen habe. Das ist, also mein Eisenmangel ist mittlerweile behoben. Ich wasche mir auch wieder die Haare mit Shampoo, das heißt, das ist auch nicht das Problem. Allerdings sind meine Haare bislang nicht mehr wirklich, habe ich das Gefühl, zu der Dichte rangewachsen, die sie mal hatten. Was vielleicht auch darin liegt, dass ich die letzten Monate unglaublich viel Stress hatte. Und es wirkt sich ja auch auf Haut und Haare aus. Ich weiß nicht, ob es jemals wieder so sein wird, wie es früher war, dass ich etwas dichtere, also ich hatte nie wirklich dicke Haare, aber trotzdem waren sie fülliger als jetzt. Und irgendwie gefallen mir die Haare dann, wenn sie länger sind, einfach nicht so sehr, weil halt die Haarstruktur nicht so ist, wie ich sie mir mit langen Haaren wünschen würde. Genau, das war jetzt die lange Hinführung zu dem Grund, warum ich jetzt mich wieder freue, dass meine Haare kürzer sind. Also der Plan ist, dass ich jetzt so einmal im Vierteljahr die Strähnen nachsträhnen lasse und dann irgendwann sind die Rotpigmente wieder etwas raus. Also mein Ansatz ist ungefähr hier. Das heißt, bis das Rot rausgewachsen ist, wird es noch sehr lange dauern.
Aber es ist ja keine Färbung, es ist ja eine Tönung. Das heißt, es wird sich auch mit den Haarwäschen immer ein bisschen mehr reduzieren und dann vielleicht ist es irgendwann nächstes Jahr im Sommer so weit, dass man ein bisschen blond erkennen kann. Mal schauen. Das ist aber nicht der Grund, warum ich heute ein Video mache. Der Grund, warum ich heute ein Video mache, ist, weil schon Freitag ist und ich noch kein neues Video für Montag habe. Und ich hatte euch vor einer Weile ja mal gesagt, dass ich euch mal erzähle, was so meine Inspirationsquellen sind und waren in allen Belangen. Also ich beschränke mich da jetzt nicht nur auf den Minimalismus, sondern allgemein, was ich so gerne für, ich beschränke mich jetzt mal auf YouTube und Instagram, Inspirationen hatte und habe. Da habe ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rausgepickt. Also es gibt andere, die ich auch immer mal wieder schaue, aber das sind so die 7 Hauptinspirationen, sage ich jetzt mal. Und von einigen davon habt ihr auch schon gehört, habe ich auch schon mal was erzählt, aber ich wollte jetzt einfach nochmal so zusammenfassend ein Video machen, wo ich euch alle kurz vorstelle. Und es ist auch ganz entspannt, wenn ich einfach mal nur kurz reden kann, weil das letzte Video, ihr wisst, ich habe ewig gebraucht im Schnitt. Es war auch, es war ein bisschen aufwendiger, als ich dachte. Ich habe mir gedacht, als ich das gedreht habe, so den ersten Tag, boah, das hat jetzt ja voll gut geklappt, hänge ich die nächsten beiden Tage auch noch dran. Ich muss an den beiden Tagen nicht arbeiten, kann ich ja immer mal wieder die Kamera mitlaufen lassen. Und so habe ich dann ein schönes, umfangreiches Video. Mein Plan war, dass das Video maximal eine Stunde dann am Ende geht. Besser noch, maximal 45 Minuten. Dass ich aus 3 Tagen schwer nur 20 Minuten machen kann, das war mir klar. Aber dass es letztlich 1,25 Stunden dauern wird, das war so nicht geplant. Allerdings habe ich mir gedacht, jetzt habe ich schon so viele Sachen gefilmt, ich will nicht so viel rausschneiden müssen. Und dann ist es halt doch so lang geworden. Ich denke, dass ich meine nächsten Vlogs eher auf einen Tag erstmal beschränken werde, einfach damit ich irgendwie das Gefühl bekomme dafür, was ist denn interessant, auf welche Punkte an meinem Tag lege ich denn den Fokus, damit am Ende ein Video dabei rauskommt, das zum einen zum Anschauen interessant genug ist und zum anderen halt die wichtigsten Punkte beinhaltet, aber vielleicht auch nicht jeden Punkt. Ich meine, ich habe auch nicht jeden Punkt gezeigt, als ich prokrastiniert habe und auf der Couch gegammelt habe, das habe ich nicht mitgefilmt. Aber ansonsten dachte ich mir, Mensch, ich habe so eine lange To-Do, ich mache einfach mal jeden Punkt mit der Kamera auch mit. Und das wurde dann halt irgendwie viel. Aber man muss dazu sagen, der Tag hat um 8:30 angefangen, nehmen wir mal den ersten Tag, und hat um 11 Uhr geendet oder so. Das sind über 12 Stunden, 14,5 Stunden und hoppala. Ich glaube, der erste Tag ist allein eine gute halbe Stunde gegangen. Aus 14,5 Stunden dann eine halbe Stunde Material am Ende zu haben, das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, glaube ich. Fangen wir mit dem Thema an, meine Inspirationen. Ich fange jetzt mal mit dem Thema Minimalismus an. Und viele von euch wissen es vielleicht schon, aber als ich zum Start von Corona ins Homeoffice geschickt wurde, hatte ich, wie viele von euch vielleicht auch, plötzlich mehr Zeit. Und was habe ich in dieser Zeit gemacht? Ich habe mich auf den Haushalt konzentriert. Ich habe mehr Sport gemacht tatsächlich. Ich bin in der Mittagspause oft aufs Fahrrad gesessen und bin einfach durch die Gegend gefahren. Ich habe am Anfang von Corona die Fahrradwege und Feldwege und alles in der Umgebung das erste Mal so wirklich kennengelernt. Also 2020, Sommer 2020. Und das, obwohl ich seit 2015 hier wohne. Seit 2015. Im September 2015 sind wir hier eingezogen. Und im April, Mai 2020 habe ich wirklich erstmal die Umgebung mit dem Fahrrad erkundet und habe viele Wege gefunden, die so einfach und so schnell waren, um von A nach B zu kommen. Ich habe 3, 4 verschiedene Wege gefunden, um mit dem Fahrrad zu meinen Eltern zu fahren. Einer besser als der andere. Und habe jetzt quasi, wenn ich zu meinen Eltern fahre, ich fahre ja seit Corona fast nur noch Fahrrad, also dass ich mal Auto fahre, das passiert eigentlich nur, wenn ich weiß, dass ich was einkaufen muss. Oder wenn es furchtbar regnet oder wenn es mir nicht so gut geht oder ich es eilig habe. Aber normalerweise fahre ich immer mit dem Fahrrad. Und da habe ich jetzt 2, 3 verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Strecke bewältigen kann.
was schon mal sehr cool ist. Und zu allem dazu noch habe ich auch, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber ich habe mich wohl irgendwie auf YouTube rumgetrieben und bin da auf die YouTuberin Typisch Sissy gestoßen. Und Typisch Sissy hat ein breites Portfolio an Videos, beschäftigt sich mit Produkten, die sie benutzt, Pflegeprodukten. Mittlerweile ist sie auch dreifache Mama und macht viele Videos zum Mama-Sein, über ihre Selbstständigkeit, die sie hat und so weiter. Also es ist ein breites Portfolio. Und aber sie hat auch eine Reihe, eine Playlist, die nennt sich Nur was ich mag. Es gibt auch ein Nur was ich brauche, glaube ich. Und zu diesem Nur was ich mag hat sie auch ein Buch geschrieben. Und die Nur was ich mag Reihe ist eben, also ist zum einen die Reihe, durch die ich zu meiner Ausmistrei inspiriert wurde. Also so ein bisschen ähnlich ist die auch aufgebaut. Ich glaube, meine Reihe ist ein bisschen ausführlicher und detaillierter geworden von den Kategorien her. Aber ihre Nur was ich mag Reihe, in der sie in jedem Video eine andere Kategorie aussortiert hat, teilweise auch wiederholt hat. Okay, heute schaue ich mir nochmal meine Pflegeprodukte an. Ist ja schon eine Weile her, dass ich die angeschaut habe und so. Und durch ihre Videos bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Minimalismus in Berührung gekommen. Und wenn man in diese Welt eintaucht, Minimalismus, ich finde, man wird, sobald man mal irgendwie drin ist, erschlagen mit Videos. Guck mal, da ist noch jemand und da ist noch jemand und da ist noch jemand und das und jenes. Und hast du dies gesehen und hast du das gesehen? Es gibt ja unglaublich viele junge Frauen, hauptsächlich Frauen, die dann auch gesagt haben, Mensch, ich möchte mein Leben entrümpeln und ich möchte die Kamera mitnehmen und ich möchte mich dabei präsentieren, so wie ich jetzt auch. Und die dann ihren eigenen YouTube-Kanal gestartet haben und manche sind da auch sehr erfolgreich mit. Und irgendwie ist die Auswahl dann relativ groß. Ich muss sagen, ich kann nicht jedem zugucken bei solchen Videos, selbst wenn ich Ausmisten an sich sehr befriedigend finde, auch wenn ich nur anschaue. Aber es kommt bei mir auch ganz krass auf die Art der Person an. Das ist bei mir so, wenn ich auf Twitch in Streams gehe und mir Leute angucke, da kann ich auch nicht jedem zuhören oder zugucken. Und so ist es bei den YouTube-Videos eben auch. So gut die Ausmist-Art und Weise sein mag und so erfolgreich die Leute sein mögen, ich kann irgendwie nicht jeden angucken. Und deswegen haben sich bei mir eben auch nur so ein paar Favoriten rauskristallisiert. Und die erste davon war eben typisch Sissy. Ich fand sie von der Art her auch sehr sympathisch. An ihr bin ich dann erstmal eine Weile hängen geblieben. Der nächste Schritt, ich weiß nicht mehr, ob das über Instagram war oder tatsächlich auch über YouTube, vermutlich war es über YouTube, ging zu Minimalistik Verena. Minimalistik Verena hat ebenfalls ein Buch geschrieben, das nennt sich Wir sind Minimalisten, glaube ich. Und da erzählt sie ja die Geschichte ihrer Familie. Also sie hat einen Mann und einen Sohn im Teenageralter. Und sie haben einfach sich so krass reduziert. Also von denen, die ich jetzt heute vorstelle, ist auch sie, glaube ich, die am minimalistischsten lebt. Sie ist so das Kaliber nur Möbel, also jetzt übertrieben dargestellt, nur Möbel und Gebrauchsgegenstände, die halt wirklich gebraucht werden. Wenn ich mir da meine Wohnung angucke, viel zu voll. Aber ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass meine Wohnung niemals diesem kahlen, weißen Minimalismusbild entsprechen wird. Also sehr wahrscheinlich nicht. Aber ihre Wohnung ist so und ich finde es bei ihr tatsächlich auch schön. Und es ist halt wirklich so, das merkt man bei ihren Videos auch, man kann sich auf so viele andere Dinge konzentrieren, wenn der ganze Kram nicht da ist. Sie postet immer einen guten Morgen, Story auf Instagram und ganz oft sind es einfach die Lichtspiele der Sonne auf ihrer kahlen Wand. Und ich finde, das ist was, was für mich auch so ein bisschen den Minimalismus im Geiste ausdrückt. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man halt mehr so die Verbundenheit zur Natur hat, auch wenn man drinnen ist. Man braucht keine Bilder an die Wand hängen, man braucht keinen Mist rumhängen. Es muss einfach nur die Sonne durch den Vorhang fallen oder durch die Blätter der Bäume auf die Wand innen und du hast schon ein tolles Wandgemälde.
Und das ist so ein bisschen das, was sie für mich repräsentiert. So, sie ist auch Veganerin, also ihre ganze Familie ist vegan. Und es ist so diese Naturverbundenheit. Die haben sich, glaube ich, auch, wenn ich das richtig weiß, haben die sich einen Van gekauft und fahren damit als durch die Gegend. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist einfach richtig cool. Also, das ist so dieses richtig krasse Minimalismusbild, aber auf eine Art und Weise, wo ich mir sage, ja, ich kann mir vorstellen, dass die damit wirklich glücklich sind. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist jemand, den ihr zu 100% vermutlich kennt, und das ist Marie Kondo. Marie Kondo ist jetzt ja mehr so, also sie mistet auch aus, aber sie ist ja auch so im Bereich Aufräumen unterwegs. Man kennt die klassischen gefalteten T-Shirts, die stehen bleiben. Und ich habe, glaube ich, auf, also ich habe lange nicht wirklich viel mit Marie Kondo anfangen können. Ich habe immer nur was von ihr gehört und dachte, ja gut, das ist so das Vorbild für alle, was weiß ich. Und dann habe ich eine Serie, ich glaube, es war auf Netflix entdeckt, wo sie in, ich glaube, amerikanische Häuser geht und dort bei Leuten eben bestimmte Zimmer oder sogar das ganze Haus mit denen zusammen ausmistet. Und sie hat ja diese 5 Kategorien. Ich weiß sie gerade nicht auswendig, aber in ihrem Buch stehen sie drin. Sie hat natürlich auch ein Buch geschrieben. Mehrere. The Magic of Cleaning oder Tidying Up oder sowas. Und da hat sie eben mit den Leuten die ersten Schritte gemacht, hat ihnen erklärt, worauf es ankommt und hat ihnen dann immer so Hausaufgaben gegeben. Okay, wenn ich das nächste Mal komme, hast du deine Klamotten auf die und die Art und Weise durchgesehen und hast die eben weg, die du ausmisten kannst. Hat denen dann auch an die Hand gegeben, wie das funktioniert, was sie sich für Fragen stellen müssen und so weiter. Ihr kennt ja wahrscheinlich Marie Kondo. Und das war das erste Mal, wo ich auch so ein bisschen mit diesem Spirituellen in Verbindung gekommen bin, weil Marie Kondo ist ja Japanerin und sie hat dann immer so dieses, sei auch den Sachen dankbar, die du ausmistest, weil sie haben ihren Dienst geleistet, sie haben dich ein paar Jahre lang oder eine Zeit lang glücklich gemacht und ihren Zweck erfüllt und jetzt sei ihnen dankbar und lass sie gehen. Also nicht, du bist Müll, ich brauche dich nicht, sondern vielen Dank, dass du da warst und jetzt darfst du weitergehen oder jetzt hast du ausgedient oder was weiß ich. Das ist natürlich nicht für jeden was, das ist mir klar. Viele Leute werden da wahrscheinlich auch sagen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen und das ist auch völlig in Ordnung. Also mein Freund zum Beispiel ist auch jemand, der mit dem Spirituellen nicht so viel anfangen kann. Ich muss sagen, seit ich angefangen habe, Yoga intensiver zu machen und mich auch, ja, da bin ich noch ganz, ganz am Anfang, aber so ganz an der oberflächigsten Oberfläche mit dem Thema Meditation zu befassen, finde ich dieses Spirituelle auch einen interessanten Ansatz, würde ich sagen. Und ja, Marie Kondo waren dann, ich glaube, 5 oder 6 Folgen, die ich da gesehen habe. Und dann war mein, also da kamen dann leider auch keine neuen Videos. Das heißt, meine Gier nach neuen Videos konnte nicht befriedigt werden. Und irgendwann bin ich dann auf die Person gestoßen, die mich auch heute noch begleitet, deren Video ich auch heute noch gucke. Und das ist Agnes Sedina. Agnes hat angefangen, ihre YouTube-Karriere, sage ich jetzt mal, als klassische Influencerin, die Hauls gemacht hat von DM, die irgendwelche Kooperationen mit Beauty-Herstellern hatte und also in diese Richtung gegangen ist. Und irgendwann hat es dann bei ihr Klicks gemacht und sie hat angefangen, sich mit dem Thema Ausmisten zu befassen. Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dadurch, dass sie ja früher viel konsumfreudiger war als ich, hatte sie natürlich auch viel mehr Sachen auszumisten als ich. Also ich bin mir sicher, dass ich zwar jetzt nicht mega konsumfreudig war, aber ich war sehr aufhebfreudig immer. Deswegen habe ich natürlich auch sehr viele Sachen hier gehabt und habe immer noch sehr viele Sachen. Und dadurch, dass mein Partner auch sehr aufhebfreudig ist, ist es quasi Aufheben hoch 2. Aber sie hat in relativ kurzer Zeit, wie ich finde, also sie hat mit dem Thema Ausmisten angefangen. Ich glaube, das erste Mal, was ich bei ihr gesehen habe, das erste war das Minimalismus-Game. Also diese 496 Dinge in einem Monat, am ersten Tag eine Sache, am zweiten Tag zwei und so weiter.
Das hatte ich, glaube ich, bei ihr gesehen, irgendwann mal zum Ende eines Jahres und wurde dann von ihr auch inspiriert, das mal selber auszuprobieren. Und das hat quasi so den letzten Schnips bei mir gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das macht richtig Bock. Da sehe ich auch richtig schnell nach einem Monat einen Erfolg, weil knapp 500 Sachen in einem Monat weg zu tun oder aussortieren zu können, das ist natürlich schon ein krasser Erfolg. Und ja, das hat so den letzten Schritt für mich getan und sie hat wirklich auch dieses Minimalismus-Game, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr dreimal gemacht. Einmal hat sogar ihr Mann mitgemacht und seine eigenen Sachen ausgemistet. Das heißt, eigentlich waren es sogar viermal in einem halben Jahr für diesen Haushalt. Sie hat immer mal wieder dann auch hier die Küche ausgemistet und das gemacht und jenes gemacht. Und hat auch so vom Mindset her, finde ich, sehr gut zu meiner Einstellung gepasst. Sie hat auch Vlogs gemacht, hat ihren Alltag begleitet. Damals hat sie noch halbtags gearbeitet und den anderen halben Tag eben durch YouTube finanziert. Mittlerweile ist sie selbstständig komplett und ist Anfang des Jahres mit ihrem Mann nach Chile ausgewandert, weil der dort eben ein tolles Jobangebot bekommen hat und sie sich gesagt hat, ich kann eigentlich als Influencerin ortsunabhängig arbeiten, dann machen wir das. Sie haben intensiv Spanisch gepaukt, sind dann Anfang des Jahres nach einigen Hürden, zwecks Visa und so weiter, nach Chile ausgewandert. Und sie hat jetzt sogar mittlerweile ihren zweiten YouTube-Kanal auf Spanisch, wo sie eben ihre chilenischen oder spanische Community mit Videos versorgt. Das sind hauptsächlich Vlogs aktuell noch. Und Instagram macht sie zweisprachig. Und ja, also ich finde, alleine was sie sich aufgebaut hat in diesen vielen Jahren, die sie jetzt schon YouTube macht, und was für einen, wie ich finde, Luxus sie hat, dadurch, dass sie einfach die Zeit hat, Dinge zu tun, die sie toll findet. Sie schreibt jetzt nebenher ein Buch. Sie kann regelmäßig Sport machen. Sie hat in Chile auch einen Pool in dem Wohnkomplex, in dem sie wohnt. Sie geht viel mit ihrem Hund spazieren. Sie gehen am Wochenende, gehen sie und ihr Mann regelmäßig wandern in richtig, richtig tolle Landschaften. Also schaut euch ruhig mal auf ihrer Seite um. Ich verlinke euch alle die genannten unten in der Beschreibung, damit ihr da mal gucken könnt, falls ihr sie noch nicht kennt. Ich finde, Agnes hat wirklich so viel inspirierende Inhalte. Mittlerweile geht sie auch in Richtung Spirituelles sehr auf und hat da einige Videos gemacht, auch zum Thema Selbstfindung. Was sind meine Ziele? Was sind meine Ziele fürs nächste Jahr? Wie möchte ich mich weiterentwickeln? Habe ich meine Ziele erreicht? Also so diese Persönlichkeitsentwicklung auch, was ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Und ja, also da ist sie nicht nur eine Inspiration für mich, ich würde sagen, sie ist auch in gewisser Weise ein Vorbild für mich. Und also sie ist, glaube ich, so alt wie ich, 30 oder 31. Und ja, wenn ich sagen könnte, ich habe in diesem Alter jetzt schon so viel erreicht wie sie, dann könnte ich nur glücklich sein. Also ich stehe natürlich in meinem Prozess noch ein bisschen hinter ihr, vermutlich deutlich hinter ihr. Aber ich glaube, allein dadurch, dass ich sie gefunden habe und dass ich diesen Weg auch so ein bisschen mitbeschreite, habe ich schon sehr viel gewonnen. Und ich finde es einfach richtig, richtig super, was sie macht und was sie erreicht hat und wie sie lebt. Das finde ich einfach toll. Ja, eigentlich war das jetzt schon der Höhepunkt meiner Geschichte. Was das Thema Minimalismus angeht, habe ich vor wenigen Monaten noch einfach leichter entdeckt. Einfach leichter ist auch eine junge Frau, die auf dem Minimalismus-Standard, würde ich sagen, von Minimalistik Verena wohnt und lebt, die sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Sie sagt auch oft, dass sie ein sehr introvertierter Mensch ist und sich sehr mit ihren Gedanken beschäftigt und sehr wenig mit Dingen beschäftigt. Sie ist, glaube ich, auch relativ schnell, hat sie die Möglichkeit gehabt, durch ihre YouTube-Videos in eine Selbstständigkeit zu starten. Das heißt, sie hat auch die Möglichkeit, dieser Beschäftigung mit sich selbst nachzugehen, weil sie eben die Zeit hat, weil keine 40-Stunden-Job sie davon abhält. Sie kann sich den ganzen Tag einfach auf die Dinge fokussieren, die ihr wichtig sind, kann viel in der Natur sein, kann ja eben die Videos machen und
hat durch ihre Art und Weise zu leben so viele Menschen angesteckt oder begeistert sehr viele Menschen dafür, dass es eben ja, ihr Leben auch so ein bisschen verändert hat. Und ich finde ihre Art auch sehr inspirierend und auch sehr beruhigend, weil sie ihre Videos, also meistens hört man ihre Stimme, die ihre kleine Geschichte erzählt. Es sind oft nur 10, 15, 20 Minuten mit beruhigenden und Naturbildern. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr entspannt, ihr zuzuhören. Also sie hat auch letztens auf Anfrage der Community so eine kleine Einschlafmeditation aufgenommen. Ich habe sie mir jetzt noch nicht angehört, aber ich glaube, dass es auch sehr gut funktionieren kann, weil sie eben eine sehr ruhige Art zu sprechen hat. Also wenn ihr so ein bisschen auch in dieses Abschalten, zur Ruhe kommen, wenn ihr das mal euch zu Gemüte führen wollt, Minimalismus soll ja auch ein bisschen zur Ruhe führen, weil einen einfach nicht mehr so viele Dinge anschreien. Also das hatte ich ja, glaube ich, auch mal in einem Video gesagt. Ich komme nach Hause und habe das Gefühl, meine Sachen schreien mich an. Und das macht sie halt auf eine ganz, ganz angenehme Art und Weise. Gut, dann habe ich mir jetzt noch zwei Damen, es sind irgendwie alles Frauen, aber ich glaube, das ist so eine Frauendomäne, dieses Minimalismus-Zeug. Es gibt natürlich auch Männer, die sich damit beschäftigen, keine Frage, aber irgendwie bin ich dann immer bei den Damen gelandet. Und da habe ich jetzt noch zwei junge Damen rausgesucht, die sich mit dem Thema vegane Ernährung befassen. Und die eine davon, von der hatte ich euch auch schon öfter erzählt, das ist Fit Green Mind. Maya ist eine deutsche Vloggerin, sag ich jetzt mal, Food-Vloggerin, die allerdings englischen Content macht hauptsächlich und die sehr, sehr viele tolle vegane Rezepte hat, also teilweise auch Vegan-Schnitzel, also wirklich auch die klassischen Fleischprodukte auf vegan ummünzt und aber auch andere Sachen ausprobiert und total toll experimentiert. Und sie hat Content auf YouTube und auf Instagram und ich finde, auf beiden Plattformen bringt sie das wirklich super rüber. Und wenn man bedenkt, dass sie die junge Dame erst 18 ist und schon so eine krasse Reichweite erreicht hat, einfach nur durch richtig geiles Essen. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ja, und dann habe ich kürzlich erst noch eine junge Frau entdeckt, die ebenfalls vegane Food-Vloggerin ist und die heißt Mach's mir vegan. Und die ist ebenfalls so ein bisschen auf dem Trip oder ist hauptsächlich auf dem Trip, die normalen Fleischgerichte zu veganisieren. Also zum Beispiel, worüber ich auf sie gestoßen bin, ist ein Rezept für vegane Rouladen, wie bei Oma. Das sah einfach so mega aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber sie hat einige solche Rezepte, zum Beispiel auch Chicken Wings für auf den Grill, wo man dann so veganen Chicken-Ersatz nimmt, also entweder den gekauften oder sie hat auch ein Rezept, wie man den selber macht. Dann mariniert man das entsprechend oder genau mariniert das und dann kommt noch so eine Schicht eingeweichtes Reispapier drüber. Und wenn du das dann auf den Grill legst, dann ist es, hat es den entsprechenden Crunch. Und solche Sachen finde ich halt richtig cool. Ja, es gibt ja so diese umstrittene Diskussion, muss man wirklich die Fleischgerichte oder muss man Fleisch wirklich auf vegane Art und Weise anbieten? Weil wenn ihr Veganer seid, dann braucht ihr ja kein Fleisch. Ja, ich esse ja auch kein Fleisch, aber vielleicht finde ich die Art und Weise, wie das Fleisch zubereitet wird, auch als Eiweißquelle für mich interessant. Und warum soll ich dann kein veganes Schnitzel essen? Aber ja, diese Diskussion habe ich schon sehr oft geführt und ich bin auch niemand, der irgendwie anfängt zu missionieren und zu sagen, ja, nein, du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich finde, die Entscheidung muss jeder selbst treffen. Ich rege nur dazu an, sich Gedanken zu machen über das, was man isst. Da habe ich, wie gesagt, letztens dann auch sie entdeckt und war sehr begeistert. Von ihr habe ich noch nichts ausprobiert, aber das werde ich definitiv demnächst mal machen. Es steht ja auch bald Weihnachten vor der Tür und wer weiß, vielleicht gibt es da auch vegane Rouladen wie von Oma. Okay, ich habe jetzt wieder sehr viel geredet und euch ein Ohr abgekaut, aber das Video war jetzt definitiv für mich zum Machen entspannter als der Vlog.
wird auch mit Sicherheit im Schnitt entspannter sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwie Tipps für mich habt, welche Inspiration ihr habt oder so, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, über welche Themen ich noch reden könnte oder wenn ihr irgendwelche Tipps noch haben möchtet in irgendeine Richtung, wozu ich ein Video machen könnte, dann schreibt mir das auch gerne auf. Ansonsten würde ich sagen, lasse ich jetzt dabei, bevor ich noch eine Weile weiter quatsche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich werde es diesen Monat wahrscheinlich zu keinem Donnerstagsvideo mehr schaffen, leider, weil sehr vollgepackt, viel zu tun, viele Termine auch abends und es ist gerade echt ein bisschen. Und dann bereite ich für den Dezember eine etwas größere Aktion vor und das ist auch ein bisschen zeitraubend, time-consuming, sagt man ja im Englischen. Und deswegen ist alles gerade ein bisschen schwer und deswegen wird es diesen Monat leider keine Donnerstagsvideos geben. Aber nächste Woche Montag bin ich wieder für euch da und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.